Ich lese das Solinger Tageblatt von Montag, dem 28. Oktober 2019. Am meisten interessieren die Nachrichten hier aus dem Bezirk Höscheid und danach die Lokalnachrichten aus Solingen. Im Titelbild sind ernste Gesichter und eine Regierungsentschuldigung, ein ernste Gesichter und eine Regierungsbildung in weiter Ferne. Die AfD ist vor der CDU gelandet, kann ich mal gerade zeigen hier. Wir haben Landtagswahlen. Passend dazu die Titelstory: Ramelow Wahlsieger in einem zerrissenen Thüringen. Es ist Montag, so beginnt auf Seite 15. So. Linke bei 31%, CDU bei 21,8%. AfD bei 23,9, SPD unter 10, Grüne und FDP über 5, das ist das, was man sich merken kann. So, SPD-Votum wird zur GroKo-Frage. Olaf Scholz und Clara Greiwitz treten gegen Norbert Walter Borjans und Saskia Esken an. So. Okay. Ja, auf dem Titel Brückenfest Andrang in der City und in Rolex. Warum da nicht Innenstadt steht, ist mir so dermaßen nicht klar. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Außerdem steht da Solingen hellgrün. Es ist abartig in der Zeitung hier. Solingen 38, Rampe betrunken, 6 Autos. Hat dann auf der Katternberger Straße, das ist hier in Höschardt, ein Fahrzeug angehalten und die Windschutzscheibe demoliert. Ballardins und BRC haben Grund zur Freude. So, das ist ein Verweis auf den Sportteil. Ja, ein Blick auf Karikatur. Seite 2. Karikatur ist das Landeswappen von Thüringen mit einem AfD-Schwanz. Das ist vielleicht ein bisschen Schuss-Hacker-Angriff führt ein Schattendasein. Die Landespolitiker haben den ersten Komplex abgehandelt. Jetzt geht es um die Stabsstelle Umweltkriminalität. Sigmar Gabriel ist auf dem Sprung zum Autolobbyisten. SPD-Urwahl, kein Signal von Aufbruch und nirgendwo ist kein Bezug zu Titelstory oder hier auf Seite 2 unserer Karikatur auch nicht. Strategisches Dilemma ist Handbezug zur Karikatur, kann man machen. Dann hier und heute muslimische Jungs als Bildungsverlierer. Ramelow braucht Plan B, neue Folge von die SPD, das Superdude, Tagesthemen Seite 4 kann man so machen, Tagesthemen Seite 5 ist irgendein Arschloch mit Bart, mit Kalaschnikow von mir aus, wenn man eben Angst machen muss. Bischöfe für Priester war ja von Verheirateten. Noch mehr Religion. Sieht scheiße aus. Muss man gerade zeigen. Ja. Ich weiß nicht, was so ein Zimmer ist. Abartig. So,
Fernsehen, Tatort, gestern gesehen, normal, kann man machen, sollte man so machen. Danach kommt das ZDF. Dann ein privater ist gut. Berg und See in Eis und Schnee, eine Dokumentation auf Dreisat kann man machen und danach einen Actionfilm. Boah, geht. Das glaube ich auch nicht sonderlich kompliziert. So, dann kommen wir zur Seite 8 Leute. Und es geht um das Schlecker-Imperium und Trümmern, das interessiert Menschen, das ist schön. Das Problem ist, hier fehlt wieder ein ehemaliger Sportler oder sowas. McCartney, Til Schweiger, Mario Adolf und McCartney äußert sich zur Europapolitik der Briten. So. Sport beginnt auf Seite 9, so muss das sein. So, ab Seite 13 ist man fertig mit Fußball, ist relativ umfangreicher Fußballteil mit 4 Seiten, geht aber 14 ist dann Kultur, das Doppelte von 7 und sowas. Normalerweise finde ich mit geht. So, zum Lokalteil. Speedfood lockt Brückenfestbesucher. Und an der Düsseldorfer Straße in Ulix gab es einen Büchermarkt. Konzert von was weiß ich was. Mit Geige und Gitarre. Dann den Standpunkt, Oma soll mitfeiern dürfen. Verstehe ich nicht, wie dieses Grauen aus. Und dann hier, oh, das ist ganz offensichtlich die Katterberger Straße. Nach seinem Unfall schlägt der Mann auf die Windschutzscheibe eines weiteren Pkw ein. Rund 23.000 Euro Schaden. Das Schöne ist, auf dem Foto sieht man mal keine Polizei. Das war einfach nur abartig in dem Drecksblatt hier. Hier sind die Bilder vom Streetfood Festival. Viele nutzen Sonntag zum Einkaufen. Mehrheit der Schüler besucht Ganztag. Also wie gesagt, der Autounfall ist in Hitscher passiert. Mit dem Rheingold über die Wupper fahren. Früher sind da Dampfloks gefahren, nicht mehr das leisten die sich mittlerweile. Dafür haben sie zwei so alte Scheißdieselos. Ich weiß nicht, sieht aus wie Rangiros. Ich weiß nicht, warum man die Rangiros gefahren muss. Und das Ding ist auch noch eingerüstet zum Fest, das ist abartig. Gibt es den Lions Adventskalender mit roter Hose und Brille in passender Farbton. Das sind Macher, das sind Menschen, die sich engagieren und helfen. Das Problem ist, ich habe das Arsch noch nie gesehen, ich wohne seit über 35 Jahren. Das ist das, was mich in dieser Stadt fertig macht. Vorzeigen. Zeigt das Friedliche, das ist auch nichts aus Hirschheit. So lange bei Unfall im Burscheid. Das Kring nach Hirschheit ist aber nicht Hirschheit. City Musik Rally ist zum Glück an mir vorbeigegangen. Nachtwächter tourt mit Gästen durch Wald, gibt es auch in Greifswald.
schon leicht in Leverkusen los. Frauen sammeln für Frauen. Ist dann ist ein Buch drin. Der Verein Hexenkessel veranstaltet sein traditionelles Benefizbrunch. Ulla Felter aus Glas aus ihrem neuen Buch. Das ist abartig, was sich da abspielt. Lena kommt auf Tour, Hückeswagen, Nüsse knacken, Musik und Genuss. So, einmal selbst Boeing fliegen in der Innenstadt. Your Cockpit Geschäftsführerin hatten wir schon mal rein und wupper. Kann man in Düsseldorf machen. So, ich bin durch. Ich fand's schwach. Solinger Sport ist interessant vielleicht. Relativ viel Handball und Fußball. Ist wieder grün, es sieht abartig aus. Und Kollegen, mag ich davon schon gar nichts. Tschüss.